Sportliche Unterhaltung wünscht Ihnen die Raiffeisenbank Erkelenz. Wir machen den Weg frei. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist unser Rudeljubel-WM-Studio, unser kleines Vorprogramm zum Public Viewing hier in Erkelenz. Wenn ihr schon mehrfach hier wart, dann wisst ihr, was jetzt passiert. Eine halbe Stunde lang stimmen wir uns zusammen mit euch auf das Spiel ein und sind dann natürlich ganz rechtzeitig beim Fernsehbild und wir verpassen hier nichts, aber vorher wollen wir euch natürlich ein bisschen von hier oben informieren, was hier so passiert, haben ein paar spannende Talkgäste vorbereitet und ist toll, dass jetzt schon einige da sind. Wir wissen, 14.30 Uhr war Einlass, das ist natürlich früh an einem Mittwoch, aber besonders toll ist, wir haben heute verschiedene ganze Gruppen von Firmen da, die mit der kompletten Belegschaft hier sind und den Rudeljubel feiern. Das ist natürlich toll. Herzlich willkommen auch, wenn ihr uns im Livestream verfolgt, bei MyRegio TV, bei unserem Stadtportal Dein Erkelenz oder beim Kulturgarten. Gerne so als Vorbereitung zum Spiel gleich. Ja, hier Live-Eindrücke aus dem Ziegelweiherpark, vom Public Viewing, wie wir inzwischen wissen, vom größten Public Viewing im Kreis Heinsberg, auch am vergangenen Wochenende wieder über 2000 Menschen hier. Mal gucken, wie wir es heute machen. Wir sehen jetzt schon mal ein paar Bilder aus der Luft. So sah es aus, als die ersten von euch eben aufs Gelände gekommen sind. Unser Public Viewing Gelände hier am Ziegelweiher. Bei diesem ganz besonderen Public Viewing, das es nur gibt, weil über 500 Menschen und Firmen diese Aktion unterstützt haben im Vorfeld. Und viele von euch sind heute hier, viele kommen bestimmt noch, da freuen wir uns sehr rüber. Ich habe es schon gesagt, wir haben viele Gruppen heute da und René Wagner ist mein Kollege, der ist im Publikum unterwegs und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er schon eine große Gruppe gefunden, die zusammen das spannende Spiel Deutschland Südkorea verfolgen will. René, wie ist die Stimmung da? Ja, die Stimmung ist schon ziemlich gut. Ich stehe hier bei der Firma HK Jansen, einem Rohbauunternehmen aus Erkelenz. Aber was sie genau machen, das erklärt mir der Chef, der Volkmar Reitzenstein, selber. Ja, als ortsansässiges Unternehmen hier aus Erkelenz denken wir im Umkreis alles Mögliche, was man sich im Raum vorstellen kann, vom kleinen Einfamilienhaus bis zum Altenheim, Industriehallen, alles Mögliche. Wo was zu bauen ist, sind wir dabei. Und Sie sind mit nicht 10, nicht mit 20, sondern mit wie vielen Leuten sind Sie hier? Ja, wenn alle da sind, mit 65 etwa. Das heißt, die letzten trudeln noch ein. Und warum machen Sie das nicht so wie viele Firmen, dass die sagen, ihre Mitarbeiter dürfen am Arbeitsplatz schauen? Weil wir gesagt haben, das ist eine Gelegenheit in Erkelenz mit unseren Jungs was zusammen machen. Wir selber haben uns als Unternehmen auch hier am Rudeljubel beteiligt und dann finde ich es wichtig, auch als Unternehmen hier vor Ort zu sein. Und ich habe gerade eben mit der Frau Reitzenstein gesprochen, aber eine Frage hatten wir noch nicht abgesprochen. Ich wollte Sie nämlich fragen, welchen Draht sie hat zu Jogi Löw, dass es heute genauso klappt wie letztes Mal. Ja, der ist ein bisschen gestört, ne? weil der viele Drähte... Also der Draht. Genau, weil der natürlich viele Drähte hat. Aber ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er unsere Mannschaft da durchführt. Ja, die Daumen drücke ich auch. Die Daumen drücken hier 65 Mitarbeiter. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, ob das klappt. Und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal wieder bei einer anderen Firma. Und ja, ich wünsche allen erstmal viel Spaß. Zurück zu Dominik. Danke, René, für den Moment. Wie gesagt, HK Jansen, eine von 50 Firmen, die den Rudeljubel schon im Vorfeld unterstützt haben und uns jetzt auch heute hier live unterstützt und mit uns zusammen feiern. Für diejenigen von euch, die zum ersten Mal auf dem Gelände sind, kurz ein paar Hinweise, wo finde ich was? Direkt, wenn ihr reinkommt durch den Eingang, findet ihr schräg geradeaus unsere Tokenbude. Da könnt ihr euch mit Wertmarken versorgen. Dann haben wir drei Getränkestände. Am einen steht Großfelddienst, der ist leicht zu entdecken. Der andere ist von der Leinwand aus betrachtet, so auf der rechten Seite, ein grüner Wagen. Auch da gibt es alle Getränke. Und hier vorne, wenn ihr auf die Leinwand guckt, auf der rechten Seite, da gibt es so schwarze Pagoden. Auch da findet ihr alle Getränke. Die Toilettenbereiche, einer ist rechts neben diesen schwarzen Pagoden und der andere ist so auf Höhe der Felddiensttheke zur linken Seite weg. Und ganz hinten, da findet ihr unsere Torwand, könnt gerne auf die Torwand schießen, da warten auch Preise und dahinter verstecken sich die Kollegen vom WDR, denn wir haben heute auch Besuch vom WDR, die haben gehört, dass das ein ganz, ganz besonderes Public Viewing ist und werden auch ins WDR-Programm heute ein paar Mal schalten. Freut uns natürlich sehr, dass es sich so weit rumgesprochen hat, dass der Public Viewing, unser Rudeljubel, eine ganz besondere Veranstaltung ist. Wir haben auch ganz besondere Gäste, die stellen wir euch gleich vor, vorher noch ein paar Spots von Firmen, die den Rudeljubel auch unterstützt haben. Willkommen bei der BWS. Willkommen in unserem Team. Als regionaler und zertifizierter Dienstleister suchen wir engagiertes Personal für unsere Bereiche Gebäudereinigung, Sicherheitsdienste und Personalservice.
Die BWS bedient mit ihrer 25-jährigen Erfahrung vor allem Großkunden aus Industrie und Wirtschaft sowie im Care-Bereich, Altenheime und Krankenhäuser. Wir bieten Ihnen als expandierendes Unternehmen einen Arbeitsplatz, bei dem Qualität und Teamgeist an oberster Stelle stehen. Bewirb dich jetzt. Historisch gewachsen, mit Tradition und Erfahrung seit 1885. Wir begleiten Sie als aktiver Partner vor Ort. Innovativ, kreativ und dynamisch. Mit gut ausgebildeten, zufriedenen und motivierten Mitarbeitern. Bankgeschäfte rund um die Uhr. Mit zeitlicher und räumlicher Flexibilität nutzen wir unsere Stärken und machen Ihre Wünsche zu unseren Anliegen. Wir wollen Ihre Hausbank sein. Raiffeisenbank Erkelenz. Nutzfahrzeugservice Aretz, Ihr Iveco-Servicepartner in Erkelenz. Neben LKW und Kleintransportern der Hausmarke Iveco reparieren und warten wir auch alle Fremdfabrikate, führen die jährliche UVV-Prüfung Ihrer Ladebordwand durch, bieten Ihnen Iveco Gebrauchtfahrzeuge, sind der richtige Partner für Ihr Wohnmobil und ermöglichen Ihnen das Tanken rund um die Uhr an unserer Dieseltankstelle. Nutzfahrzeug Service Aretz, immer für Sie da. Das Rudeljubel-WM-Studio, noch ungefähr 40 Minuten, dann geht's rüber nach Südkorea gegen Deutschland. Das Spiel, was wir alle sehen wollen. Wir schalten natürlich schon rechtzeitig vorher auf den Platz, damit ihr die Aufstellung nicht verpasst. Vorher wollen wir aber noch auf einen anderen Platz schauen, nicht auf den bei der WM in Russland, sondern unseren Aschenplatz in Erkelenz. Wenn ich da vorbeikomme zurzeit, dann sehe ich immer die Bagger. Und bei mir ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, Bernd Kempe vom SC 09 Erkelenz. Schön, dass du bei uns bist, hier beim Gerne. Public Viewing. Ja, gerne. Ich möchte erstmal als Vorsitzender alle hier grüßen und hoffen, dass wir hier ein super Spiel sehen gegen Südkorea und wir die nötigen 3 Punkte einfahren, die wir brauchen, um heute weiterzukommen fürs Achtelfinale. Ja, aber jetzt zu deinen Fragen vom Kunstrasenplatz. Genau, wenn ich da vorbeikomme, ich sehe die Bagger und die sind fleißig zugange auf dem Aschenplatz. Sag uns, was passiert da gerade? Oh, es wird alles Mögliche gemacht. Es wird die Pflasterung vorgenommen, es wird Vorbereitungen für die Drainage gemacht. Also solche Dinge passieren im Moment. Ne? Das heißt, ihr baut diesen Aschenplatz, der da bisher war, um in einen Kunstrasenplatz? Das ist korrekt, genau. Wieso ist das so wichtig? Also ich kenne das seit 30 Jahren, diesen Aschenplatz. Da wurde immer drauf Fußball gespielt. Wieso habt ihr jetzt gesagt, wir hätten da lieber einen Kunstrasenplatz? Ja, weil ich mit dem auf dem Kunstrasenplatz viel mehr Stunden nutzen kann, um den zu benutzen. Zum einen auch für die Schulen. Das war uns immer ein Anliegen als SC 09 Erkelenz, hier die Schulen auch eine vernünftige Plattform zu geben für ihren Schulsport. In zweiter Linie wir dann als Verein natürlich mit teilweise bis zu 20 Mannschaften. Da ist ein Aschenplatz dann auch im Winter, wie man die Bilder auch beim Heribert, also wer hier bei Marigo TV gesehen hat, ja, sehr wichtig. Wie lange begleitet euch das Projekt schon? Das läuft schon eine ganze Zeit, diese Idee, oder? Ja, also der Ursprungsgedanke ist eigentlich, als wir in den Vorstand gewählt worden, damals mit Hannes Struppert, 2010 hatten wir schon den Wunsch irgendwo verspürt, wir müssen hier eine Infrastruktur hier in Erkelenz hinkriegen. Ja, und das geht am besten mit einem Kunstrasenplatz und so ein Tennenplatz ist heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Jetzt laufen die Bauarbeiten, das heißt, kann man sagen, alles in trockenen Tüchern, der wird jetzt gebaut und das ist eigentlich abgeschlossen für euch, das Projekt schon, oder braucht ihr noch Unterstützung? Ja, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, uns fehlen ungefähr noch 50.000 Euro, um die 100.000 Euro Marke zu knacken und da möchte ich auch nochmal alle bitten, auf www.sc09erkelenz oder sc09.de zu gehen, dort ist eine Plattform eingerichtet, da kann man Parzellen spenden, also bitte macht davon Gebrauch, wir Erkelenzer, Vereine und Schulen brauchen euch einfach. Über wie viel Geld sprechen wir? Du sagst, 50.000 braucht ihr insgesamt, aber ihr wartet jetzt nicht auf den einen großen Gönner. Noch 50.000. Noch, also wir haben knapp 50.000 zusammen und wir müssen 100.000 spenden und wir brauchen noch 50.000. Ist sportlich. Wie viel Euro muss ich geben, damit ich so eine Parzelle habe, wo ich dann meinen Namen draufschreiben kann und sage, das ist mein Quadratmeter? Das ist ab 5 Euro möglich. Ab wie viel Euro geht das los? Ja, 5 Euro. Das ist ja echt nicht viel.
Nein, das ist nicht viel und das müsste für jeden erschwinglich sein. Und wenn alle hier in Erkelenz mit am Strang ziehen, dann werden wir das schon gelevelt kriegen, ja. Und das können wir ja, das haben wir beim Public Viewing gesehen, auch das hat geklappt, da alle an einem Strang gezogen haben. Ganz genau, weil auch wir dankenswerterweise auch unterstützen durften. War eine tolle Sache, auch das Video zu drehen. Ja, macht Spaß. Also das haben wir zusammen auf die Beine gestellt und den Kunstrasenplatz ist das nächste, was wir zusammen auf die Beine stellen wollen. Wir haben ja auch gesagt, wenn beim Public Viewing noch Überschüsse übrig bleiben, dann ist der Kunstrasenplatz bestimmt auch eine gute Idee, um diese Überschüsse dann zu verwenden. Also wir unterstützen das Projekt natürlich auch gerne. Wer unterstützen möchte, meldet sich einfach bei euch, bei dir, beim ganzen Vorstand und ist da bestimmt in besten Händen. Ja, vielen Dank erstmal dafür die Plattform, dass ihr mir die gegeben habt und ich wünsche allen ein tolles Spiel heute und viel Spaß. Ich entlasse dich natürlich nicht ohne deinen Tipp. Wie geht's aus? Ich hoffe mindestens auf ein 2-0. Bernd hofft auf ein 2-0. In ungefähr 2 Stunden sind wir schon deutlich klüger. Danke dir für deinen Besuch. Wir haben es gerade schon gesagt, wir haben viele Firmen, die den Rudeljubel unterstützt haben. Es gibt auch schon viele Einzelpersonen und Firmen, die den Kunstrasenplatz unterstützen. Und einige unserer Rudeljubelpartner, die stellen sich euch jetzt genauer vor. Aus- und Weiterbildung mit FIMA, der Fachakademie für Logistik und Verkehr. Ihr sicherer Weg zum neuen Job. Eine qualifizierte Schulung für alle Führerscheinklassen. Die Fahrerlaubnis bereits nach einer 10-tägigen Intensivfahrschule oder bequem in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien. Fachqualifikationen, Weiterbildung und Trainingscenter mit FIMA, Ihrer Fachakademie in Erkelenz. Das Architekturbüro Fieten plant und baut Architektur im Kreis Heinsberg und weit darüber hinaus. Und in unserem neuen Anton-Raki-Haus wohnen jetzt 25 glückliche Familien. Wir können aber auch Einfamilienhäuser und auch Schulen, Kindergärten, Gewerbe- und Industriebauten und vieles mehr. Für all diese Projekte brauchen wir qualifizierte Bauleiter, die in einem netten Team mit angemessener Bezahlung bei uns glücklich werden wollen. Und ein Firmenfahrzeug gibt es auch noch. Gesunder Schlaf ist Lebensqualität. Die besten Schlaflösungen erhaltet ihr bei Heike Zimmermann. Ungefähr noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff Deutschland gegen Südkorea. Ich glaube, die Ausgangsposition muss ich euch nicht mehr erklären. Ihr habt das alle gelesen in den letzten Tagen. Es geht wirklich um alles. Es geht ums Weiterkommen. Deutschland muss gewinnen. Deutschland muss sogar im besten Fall mit 2 Toren Differenz gewinnen. Dann ist die Sache relativ klar. Ich habe gelesen, genau heute vor 24 Jahren hat Deutschland schon mal gegen Südkorea gespielt, bei der WM 1994 in Amerika. Und jetzt 24 Jahre später ist das wieder ein ganz entscheidendes Spiel. Und da werden wir hier zusammen mitfiebern, hier beim Rudeljubel in Erkelenz. Und es füllt sich langsam. Ich glaube, es füllt sich heute relativ spät. Viele kommen direkt von der Arbeit, habe ich gehört. Ich weiß von ganzen Gruppen, die aus der Stadtverwaltung und von unseren Unterstützerfirmen rüberkommen. Und ich höre jetzt mal bei René Wagner unten im Publikum nach, wie es so da ist, ob es sich langsam füllt und wie die Lage da bei dir im Publikum ist. René, wird es langsam voller da unten? Ja, es wird voller und wir haben uns gerade mal durch die Security gekämpft sozusagen, die nämlich wunderbar aufpassen, dass hier alles auch mit rechten Dingen zugeht. Ich habe mich heute Morgen ganz erschrocken. Ich habe immer, weil ich auch mit Pfadfindergruppen zum Beispiel zu tun habe, habe ich immer hier in meiner Hose so ein kleines Taschenmesser und das hätte ich jetzt fast dabei gehabt. Darf man nicht, oder? Das darf man natürlich nicht. In Situationen werden ja Kontrollen durchgeführt und alles, was irgendwie als Waffe genutzt werden könnte, wie Flaschen oder kleine Taschenmesser, dürfen natürlich nicht angebracht werden, müssen leider abgegeben werden. Jetzt musste ich mich bis zu Ihnen durchkämpfen, weil alle so im Brassel sind, dass Sie gesagt haben, müssen Sie mit dem Chef sprechen. Jetzt habe ich nicht mal die Gelegenheit gehabt zu fragen, wie Sie heißen.
Welche Firma sind Sie? Wie heißen Sie? Mein Name ist Franz Box von der Box Security GmbH. Wir machen seit Anfang an diese Sicherheit hier, werden die bis zum Schluss natürlich durchführen. Wir sind eigentlich hauptsächlich für die Einlasskontrollen und für die Notausgänge zuständig, in Zusammenarbeit eventuell mit der Polizei, sofern vonnöten. Bis jetzt war das noch nicht vonnöten. Die Polizei ist vor Ort, aber sie sind mehr als Zuschauer, kann man sagen, vor Ort, weil alles sehr, sehr reibungslos läuft. Die Bürger, muss man wirklich sagen, sind sehr diszipliniert, kommen ganz entspannt dahin, auch wenn es knapp wird. Und das wird heute sicherlich wieder so sein. Alle müssen noch arbeiten. Das heißt, kurz vor Beginn, denke ich mal, wird der Ansturm sehr groß sein. Aber wir sind in der Lage, mit unserer Mannschaft schon kurzfristig doch mehr als 1000 Leute zu kontrollieren und sicher reinzulassen, was sehr wichtig ist für die ganze Veranstaltung. Und das werden Sie heute wahrscheinlich zweimal machen müssen, denn wir werden wahrscheinlich die 2000 wieder knacken. Das werden wir zweimal machen müssen. Wir werden sicherlich mehr als 2000 knacken. Wir hatten es jetzt immer über 2000. Wenn das Wetter so bleibt, dann gehen wir davon aus. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass tatsächlich allerspätestens 17 Uhr der ganz große Ansturm da sein wird, wenn die meisten dann Feierabend haben. Dann müssen wir eben nochmal richtig Gas geben, aber das sollte für uns kein Problem sein. Letzte Frage ganz schnell. Wie geht das Spiel aus? Ja, wie geht das Spiel aus? Wir hoffen natürlich alle auf einen Sieg. Ich denke, es wird sehr schwierig, weil Korea hat nichts zu verlieren. Die werden richtig Gas geben. Aber unsere sollten auch mal zeigen, was sie können. Weil im Endeffekt ist es eine sehr gute Top-Mannschaft. Und hier haben sie jetzt mal die Möglichkeit, das zu zeigen, zu geben, was die Fans eigentlich verlangen und auch wünschen dürfen. Ja. Dann ganz. Ich denke, es wird 2-1 ausgehen, wie immer. 2-1 wie immer. Super. Dann ganz lieben Dank und wir wünschen weiter viel Spaß. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Dominik hier gleich zeigt, dass er nämlich auch zeigt, was er kann. Denn die Security macht das schon die ganze Zeit wunderbar. Und Dominik, du bist jetzt wieder dran. Danke, René, und viel Optimismus. Bisher nur positive Tipps. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben jetzt gleich zwei Gäste hier und zwei besondere Gäste. Man könnte auch sagen, wir haben zwei Kapitäne hier oben. Der eine war Kapitän bei der Borussia in Mönchengladbach viele Jahre lang. Und der andere ist Kapitän von einem der größten Tattoo-Studios in der Region. Zwei ganz besondere Gäste und die beiden zusammen sind ziemlich beste Freunde. Ich freue mich sehr, dass wir diese ungewöhnliche Kombi heute Abend hier haben. Martin Stranzl und Jörn Schäfer-Elsenbruch. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Jörn, du hast den ganzen Belegschaft als Fanclub direkt mitgebracht. Du bist schuld an der Kombi. Als wir geplant haben, hast du gesagt, da bringe ich den Martin Stranzl mit. Wir kennen uns gut. Wie kommt es dazu? Woher kennt ihr euch? Ja, natürlich, wie man optisch auch sehen kann, übers Tätowieren. Ich glaube, damals über Marco Reus haben wir uns kennengelernt und ja, jetzt auch schätzen gelernt. Also der Spieler Martin Stranzl hat mich schon immer interessiert. Der Mensch dahinter ist nochmal 10-mal besser. Wir ticken auf derselben Wellenlänge und es ist eine sehr schöne Freundschaft entstanden. Das heißt, platt gesagt, erst war er dein Kunde und heute ist er dein Freund? Ja, genau so. Und das hält auch über das Karriereende hinaus dann natürlich an und ihr habt weiter guten Kontakt. Wir haben weiter guten Kontakt und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Das wollen wir doch hoffen. Martin, das ist, finde ich, für eine ganz interessante Sache. Als Fußballprofi, du bist oft umgezogen. Du hast an vielen verschiedenen Orten gespielt. Du warst in München, du warst in Moskau, du warst in Mönchengladbach. Muss man immer wieder neue Freunde finden oder gibt es Freundschaften, die halten über die Zeit? Ja, ich glaube, das ist so wie bei jedem Menschen genauso, dass so richtige Freundschaften, wie viele gibt es davon wirklich? Ne? Und richtige Freundschaften, die überstehen das, also die halten das aus und die anderen sind eigentlich eher so Bekanntschaften. Und im Fußball ist es meistens so, dass Mannschaftskollegen ja eher Bekanntschaften sind wie eigentlich richtige Freundschaften. Eine richtige Freundschaft definiere ich darüber, ja, wenn ich ein Problem habe oder um 1-2 Uhr morgens jemanden anrufe, dann kommt er und hilft da. Ne? Und das ist eigentlich eine richtige Freundschaft und das kann man eigentlich an einer Hand anzählen. Und das hat sich bestätigt und von ganz früher her habe ich noch Freundschaften und so wie es Jörn vorher gesagt hat, ist unsere Freundschaft eigentlich nach der aktiven Fußballkarriere eigentlich noch intensiver geworden und besser geworden, wie es vorher schon war und Kontakt ist auch mehr geworden und ich glaube auch, wenn wir jetzt nach Österreich zurückgehen, wird der Kontakt auch weiterhin so bestehen bleiben. Darüber sprechen wir gleich noch über deine Rückkehr nach Österreich. Du hast in Moskau gespielt 4 Jahre lang. Das heißt, du kennst das Gastgeberland der WM ziemlich gut. Erklär uns kurz, welche Rolle spielt Fußball in Russland? Ist das wie hier Sport Nummer 1 oder spielt es eine ganz andere Rolle? Nee, es ist nicht Sport Nummer 1. Also Sport Nummer 1 ist ganz klar Eishockey für die Russen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, so wie man jetzt bisher, glaube ich, wer die WM verfolgt hat und gesehen hat, dass sie sehr begeistert sind. Die WM bisher, sage ich mal, von den Zuschauern her, vom Publikum, von den Menschen, die da sind, eigentlich alles sehr positiv ist. Und wenn man die Berichterstattung vorher gesehen hat, war es eigentlich sehr negativ. Und das hat mich eigentlich gestört. Also ich war über 5 Jahre da, habe 5 Jahre da gelebt.
mich im ganzen Land eigentlich aufgehalten. Also durch die Spiele sind wir eigentlich im ganzen Land gereist und das Volk ist eher zurückhaltend, klar, aber das ist halt bedingt durch die Geschichte. Aber sie sind sehr offen, sehr warmherzig, sie blühen dann halt richtig auf und ich glaube, gerade das lernen die Menschen, die gerade da bei der WM sind, kennen. Und deswegen glaube ich, ist es aktuell eine sehr schöne WM, eine gute WM vom Publikum her. Und, aber auf die Frage zurück, ist es ganz klar eigentlich Stellenwert Nummer eins. Und wenn man die Berichte sieht, sagen das ja auch die Menschen offen und ehrlich. Ja, die sind jetzt da, weil es eine tolle Veranstaltung ist, aber eigentlich interessieren sie sich mehr für Eishockey und Fußball ist also eher so ein Beiwerk. Und ein riesiges Land, oder? Die Abstände zwischen den Spielorten, auch wenn ihr in der Liga gespielt habt, das müssen doch irrsinnige Reisen gewesen sein. Viel mehr als das aus Deutschland bekannt ist von den Spielen, oder? Ja, das ist Deutschland eigentlich ein Kindergeburtstag. Also so ein kleinste Anreisen waren eigentlich in der Stadt Moskau selbst. Es gibt ja viele Vereine in Moskau. Die weiteste Anreise war dann 9,5 Stunden Flug und 7 Stunden Zeitverschiebung in Vladivostok, also ganz andere Seite, oder Novosibirsk oder Tomsk, 5 Stunden, 3 Stunden Zeitverschiebung. Also da lernt man schon viel kennen oder das Land auch lernt man kennen. Und ja, ist interessant, war eine irrsinnig gute Lebenserfahrung, sage ich mal. Und das ist eigentlich das, wo ich immer viel mitgenommen habe, ne? Diese Lebenserfahrung, die man als Fußballer sammelt, diese Eindrücke von verschiedenen Ländern, von den Charakteren, und das ist das eigentlich, was für mich auch das Fußballgeschäft ausmachen sollte, auch wenn es aktuell ein bisschen anders ist. Ja, du hast gerade gesagt, kennenlernen ist ein gutes Stichwort. Jörn, ihr seid einer der größten und bekanntesten Tattoo-Anbieter hier in der Region. Viele kennen euch wahrscheinlich als Tattoo-Studio, haben ihre Tätowierungen selbst bei euch machen lassen. Aber diese Tätowierungen für Fußballer, auch für bekannte Fußballer, da ist Martin nicht der Einzige, der bei euch Kunde und regelmäßig Gast gewesen ist, oder? Nee, also das, die geben das natürlich auch weiter. Die wechseln die Mannschaften und in der Mannschaft wird das dann breitgetreten. Nationalmannschaft, ja, ist halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Wie kam es dazu? Wie hat das angefangen? Also da kommt ja nicht eines Tages der Erste zur Tür rein und sagt, guten Tag, ich bin Marco Reus, ich hätte gerne eine Tätowierung. Das hat angefangen ja, mit dem Zwerkosch und Oliver Neuville, mit dem ich übrigens auch noch gut befreundet bin. Mit den beiden hat es eigentlich angefangen und dann kamen halt Neustädter, Reus und Eugen Polanski ist, ich glaube, seit er 16 ist Kunde bei mir. Der war jetzt in 4 verschiedenen Ländern und ist dann immer noch zu uns gekommen. Also ich denke, dass da auch die Freundschaft eine große Rolle spielt, dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, dieser direkte Kontakt ist auch euch bei normalen Kunden, die keine Fußballprofis sind, wichtig. In unserem ersten Gespräch hast du mir gesagt, bei uns kriegt ihr alles, nur nichts von der Stange. Also wenn du hier reinkommst und die Standard-Tätowierung haben willst, dann gehst du am besten wieder. Ja, das ist richtig. Wir verärgern manchmal auch Kunden, weil sie mit einem Tattoo-Wunsch kommen, der schon tätowiert worden ist. Ich habe so viel Respekt vor den Kollegen und das nicht nachzumachen, also nicht genau das Gleiche zu machen, sondern abzuändern. Viele fühlen sich dann auf den Schlips getreten, aber ich finde, jeder sollte auch individuelle Tattoos tragen und nichts von der Stange, und das gibt es halt bei uns. Und das ist eure Devise, mit der ihr inzwischen viele, viele Kunden hier in der Region gewonnen habt und auch jetzt all den Rudeljubel mit unterstützt, als Magic Moon heute mit einer großen Belegschaft da seid. Das freut uns sehr. Von Martin möchte ich natürlich gleich noch wissen, wie es ist bei so einem großen Turnier. Denn er war 2008 bei der EM. Darüber sprechen wir gleich. Erst noch ein paar kurze Hinweise von anderen Firmen, die uns genau wie Magic Moon bei diesem tollen Projekt unterstützt haben. Bis gleich. Wissen, worauf es ankommt. Dr. Hahn, Bänder für Metall- und Kunststofftüren. Die Menschen im Unternehmen sind die Quelle unseres Erfolgs. Verantwortungsvolle Tätigkeiten an hochmodernen Maschinen. Und die persönliche Identifikation mit den Aufgaben lässt uns noch besser werden. Aus hervorragenden Ideen werden erfolgreiche Produkte. Und ein reibungsloser Arbeitsablauf schont Zeit und Ressourcen. Werden auch Sie Teil dieser erfolgreichen Entwicklung? Herzlich willkommen in Ihrer Löwenapotheke. Wir nehmen uns Zeit für Sie und kümmern uns kompetent um Ihre Bedürfnisse. Stellen mit viel Sorgfalt Salben, Kapseln und Lösungen her. Besorgen in kurzer Zeit Ihr Medikament und liefern es kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wir führen ein umfangreiches Sortiment für Mutter und Kind in den ersten Lebensmonaten sowie hochwertige medizinische Körperpflegeprodukte. Alles für Ihre Gesundheit. In der Löwenapotheke am Markt 22 in Erkelenz. Mundhaustechnik. Ein starkes Team seit mehr als 100 Jahren. Wir sind die Spezialisten für moderne Badgestaltung und effiziente Heiztechnik.
bieten eine Badsanierung mit allen Gewerken komplett aus einer Hand und einen Kundendienst, der auch am Wochenende für Sie da ist. Moderne Wärmepumpentechnik bietet Komfort und Kosteneffizienz. Solartechnik ermöglicht regenerative Lösungen. Ob Neubau oder Sanierung, Umbau oder Renovierung, wir sind immer der richtige Ansprechpartner. Minuten noch bis zum Anpfiff. Wir sind zurück im Rudeljubel WM-Studio und immer noch sind meine beiden wunderbaren Gäste hier. Jörn Scheffe, Elsenbruch, Chef von Magic Moon Tattoo hier in Erkelenz und Martin Stranzl, jahrelang bei der Borussia aktiv und aber auch Nationalspieler für Österreich. Über 50 Nationalspieler absolviert und unter anderem warst du 2008 bei der Europameisterschaft dabei. Es war ja sogar eine besondere, es war die im eigenen Land. Würdest du im Nachgang schon sagen, dass das einer der Karriere-Highlights bei dir war? Nee, Highlights würde ich jetzt nicht, also irgendwo war es ja ein Highlight, aber das größte Highlight war natürlich das mit Borussia, Relegationsspiel gegen Bochum, ganz klar, das steht an oberster Stelle. Highlight, Österreich hat sich damals gedacht, ja, wir haben es nie geschafft, uns für eine Euro zu qualifizieren, dann richten wir die Euro selbst aus, gemeinsam mit der Schweiz und da waren wir halt dabei und es war eine, sicherlich eine tolle Erfahrung. Wir sind in der Gruppe schon ausgeschieden, haben im Entscheidungsspiel gegen Deutschland leider 1:0 verloren, wo der Michael Ballack den Freistoß reingeschweißt hat sozusagen und waren dann leider raus, ja. Aber von der Stimmung wahrscheinlich schon was Besonderes. Wie viel kriegst du als Spieler von so einem großen Turnier mit oder ist man so im Tunnel so abgeschottet, dass das an einem relativ vorbeiläuft? So viel, wie man selbst zulässt. Also wie viel hast du zugelassen? So viel nimmt man da mit. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Spielertypen. Es gibt, wenn man es aktuell ja auch sieht, wenn die ganzen Spieler mit ihren Beats-Kopfhörern durch die Gegend laufen und irgendwo einen Tunnelblick auf auch haben, die werden sicherlich nicht viel mitkriegen, aber also die Atmosphäre in Österreich war überragend. Also für muss ich nur sagen, dass wenn wir vom Hotel zum Stadion gefahren sind, wie viele Menschen da um den Bus waren und wie viele uns unterstützt haben, wie die Stimmung im Stadion war, das war atemberaubend. Das ist ganz was anderes, wie wenn du ein normales Länderspiel hast, also wirklich eine spezielle Atmosphäre. Aber dafür, wie gesagt, ist jeder Spieler selbst zuständig. Mir hat das imponiert, mir hat das sehr gefallen, es war überragend. Möchte ich nicht missen, wie gesagt, aber nochmal zurück, das Highlight an sich selbst war eben das mit Gladbach und von daher ist es natürlich auch schwierig zu vergleichen, aber beim so einem Turnier, das ist schon eine tolle Atmosphäre. Du ziehst jetzt tatsächlich zurück nach Österreich. Du warst jetzt, glaube ich, habe gelesen, über 20 Jahre quasi in der Welt unterwegs und jetzt ziehst du dich zurück in deine Heimat. Darf ich fragen, warum? Was war der Grund, dass du wieder da sein wolltest? Ja, verschiedene Gründe. Also das kann man nicht nur an einem Grund festmachen, sondern wir fühlen uns hier, erst muss man auch sagen, wir fühlen uns hier irrsinnig wohl. Die Familie, die Kinder sind hier sehr gut eingebettet, für einen großen Freundeskreis. Man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Aber irgendwie war es dann doch so im letzten Jahr, wo wir zu Weihnachten zu Hause waren, dass sich die Kinder auch sehr gefreut haben, bei Oma und Opa mal länger sein zu können, mit Cousin, Cousinen zu spielen und man muss sich das so vorstellen, da wo ich herkomme, wir wohnen in einem Dorf mit 280 Einwohnern. Die Bezirkshauptstadt hat knapp 4000 Einwohner, also alles sehr, sehr überschaubar, sehr ruhig. Der nächste Flughafen ist über eine Stunde weg, Autobahn eine Stunde. Und hier ist es halt so, das werden jeder berufstätige Mensch wird das bestätigen können, dass das Stresslevel von Jahr zu Jahr oder eigentlich fast von Monat zu Monat zunimmt. Das Verkehrsaufkommen wird mehr, man selbst wird mehr gestresster, die ganzen Unternehmen fordern einen auch mehr, man will immer mehr höher hinaus, immer mehr, immer besser und dann steigt das Ganze halt. Und wir haben halt jetzt gesagt, also ich sag mal, ich spreche von Luxus, wir haben die Möglichkeit, uns das zu erlauben, dass wir sagen, okay, wir gehen davon weg, wir brechen aus dieser Riege aus und wir gehen nach Österreich zurück und wollen es ein bisschen ruhiger angehen und wollen das jetzt mal versuchen und man weiß nie, was in den nächsten Jahren passiert und was sich noch alles entwickelt, aber das wollen wir jetzt mal versuchen, unseren Kindern zuliebe auch und uns natürlich Eltern und Großeltern. Dann wünschen wir dir für den Abschnitt auf jeden Fall alles Gute. Jörn, hast du die ersten Reisen nach Österreich schon geplant, schon in den Routenplaner eingegeben? Ja, in der Tat haben wir das schon. Also vielmehr meine Frau ist fest eingeplant und Martin schwört mir, dass ich da auch nie mehr weg will. Schauen wir mal.
Wir würden dich sehr vermissen hier, wenn es so kommt. Bevor ich euch entlasse, möchte ich natürlich noch wissen, eure Tipps für das Spiel. Wie geht's aus? Ja, ich denke, dass Son uns aufgrund seiner individuellen Klasse doch einen einschippen wird. Aber zu der Zeit haben wir schon 3 gemacht. Also ich tippe 3-1 für Deutschland. 3-1. Martin, du bist der einzig neutrale Tippgeber hier. Sonst sind alle parteiisch. Du als Österreicher bist natürlich jetzt unser neutrales Gewissen. Wie geht's aus? Ja gut, rein vom Namen her ist es eine klare Angelegenheit. Aber wir haben jetzt im Turnierverlauf gesehen, dass die ganzen Nationen, auch große Nationen, wie jetzt auch Spanien, Portugal oder wie sie alle heißen, oder Argentinien, was die für Probleme hatten mit sogenannten Kleinnamen, weil das Defensivverhalten oder die defensive Stabilität immer mehr in den Vordergrund drückt. Also normalerweise von den Namen her muss man ganz klar sagen, wird es ein 2 oder 3-0 für Deutschland. Aber so wie die letzten Spiele gelaufen sind und umso länger, glaube ich, es 0-0 stehen wird, umso schwieriger wird es. Und vom letzten Spiel ausgehend auch realistisch betrachtet, glaube ich, wird es, wenn überhaupt, so ein 1-0 oder vielleicht 2-0. Ja. Dein Tipp. Hoffen wir, dass ihr auf jeden Fall recht habt. Bei alle Tippen auf jeden Fall einen Sieg für Deutschland. Wir werden es gemeinsam verfolgen. Ihr werdet es hier bei uns als Gäste beim Rudeljubel mitverfolgen. Danke euch ganz herzlich für den Besuch hier bei euch. Das war's für jetzt. Wir melden uns nach dem Spiel nochmal wieder bei euch, schalten jetzt gleich natürlich um aufs Fernsehprogramm, wünschen uns allen zusammen einen packenden Fernsehnachmittag, einen packenden Fußballnachmittag und hoffentlich einen schönen deutschen Sieg. Das war das Rudeljubel-WM-Studio für jetzt. Herzlichen Dank an Martin Stranzl und Jörn Schäfer-Elfenbruch. Elsenbruch, so rum, Entschuldigung. Danke, dass ihr da wart. Bis später. Das war sportliche Unterhaltung, präsentiert von der Raiffeisenbank Erkelenz. Wir machen den Weg frei.